Liebe Gäste, Damen und Herren, guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Ja. Super, aber kurz. Waren Sie in der Diskothek? Was haben Sie? Ah, es war Musik. Hier im Hotel. Bis spät. Ja. Okay, also, für die, die mich nicht kennen, ich bin der Reiseleiter aus Basin-Istrien. In Basin bin ich geboren, wo ich noch heute wohne, 34 Kilometer entfernt in der Richtung Osten. Heute fahren wir jetzt in der Richtung Limski-Kanal und wir werden durch den Kanal mit dem schönen kleinen Holzboot fahren. Die Fahrt dauert eine Stunde und dann später besuchen wir Rovinj, eine typisch mediterrane Stadt an der Westküste Istriens. Am Ende besuchen wir ein Dorf Bale, eine akropolisartige Ansiedlung, auch im Zentrum Istriens. Ich habe das Wetterbericht gestern und heute früh am Morgen gesehen. Es wird schön sein, vielleicht mehr Wolken am Nachmittag. Regen ist möglich, aber nur spät am Abend. Und die nächsten Tage werden regnerisch sein, morgen übermorgen. Nein, das stimmt nicht. So sagt Wetterbericht. Hoffentlich wird es nicht regnen. Katalana hat einen Schutz von uns. Bis jetzt haben wir wirklich Glück gehabt mit dem Wetter. Und wie lange bleiben Sie noch hier? Am Samstag fahren Sie nach Hause. Mhm. Aber am Abend. Ja, wir werden sehen. Also, viele von Ihnen waren schon mehrmals in Kroatien. Ich glaube, dass Sie dafür schon mindestens ein bisschen Kroatisch sprechen, nicht wahr? Wie sagt man auf Kroatisch? Guten Morgen. Genau, Dobro Jutro. Sagen Sie alle Dobro Jutro. Super, guten Tag sagen wir Dobar Dan. Sagen Sie Dobar Dan. Guten Abend, Dobro Večer. Sagen Sie Dobro Večer. Super, sagen Sie Navrg Brda Vrba Brda. Und dann wiederholen Sie Navrg Brda Vrba Brda, Navrg Brda Vrba Brda, Navrg Brda Vrba Brda. Es bedeutet, auf dem Hügel bewegt sich die Zweige. Also einige sind schon mit mir gefahren, vorgestern mit einigen habe ich Stadtführung hier in Poreč gehabt für die neuen Gäste. Wir sind in Kroatien, Kroatien hat 4 Millionen Einwohner, Hauptstadt Kroatiens und gleichzeitig die größte Stadt ist Zagreb und hat 800.000 Einwohner. Zweitgrößte Stadt ist Split im Süden an der Küste und hat 480.000 Einwohner. Drittgrößte ist Rijeka, 200.000. Kroatien hat 21 Gespanschaften, 21 Regionen
Und Istrien ist die letzte kroatische Gespanschaft im Westen. Die Gesamtfläche der istrischen Gespanschaft beträgt 2751 Quadratkilometer, Bevölkerung 208.000 Einwohner. Verwaltungs- und administratives Zentrum Istriens ist Pazin, eine kleine Stadt genau im Zentrum Istriens. Pazin hat nur 5000 Einwohner. Die größte Stadt Istriens ist Pula im Süden und hat 58.000 Einwohner. Schöne Fremdenverkehrszentren an der Westküste Istriens sind Poreč 17.000 Einwohner, Rovinj 16.000, Umag 14.500, Novigrad 4.500. An der Ostküste befinden sich Arabac 2.000 Einwohner und mehr südöstlich Medulin wieder 2.000. Im Inneren Istriens noch zwei größere Städte, Labin 12.000 und Buzet 3.000 Einwohner. Autobus bierzemy też na statek? Tak, jest bardzo dobrze. Ale kierowcę zostawiamy. Na statku. Wiedzie, statki nie mieli. Marina. Wir sind angekommen, wir steigen aus. Unser Boot ist Poselica, vorne links.